Das war in der DDR schon Usus, so wie es auch heute ist, dass 18 Uhr, wenn die Stimmauszählung ist, jeder dabei sein konnte. Das war auch in der DDR möglich. Also man konnte da zugucken, über all die Zeit hinweg, nicht erst 89, auch schon früher. Von daher wussten wir ja, also hatten wir von Leuten erfahren, die da auch früher schon interessiert waren und die da dort waren, dass eben da auch wirklich das korrekte Ergebnis verkündet wird. Ansonsten wäre ja, wenn da schon manipuliert worden wäre, dann hätten wir ja die ganze Aktion gar nicht machen brauchen. Also das wussten wir schon. Eben von Leuten, die das vorher schon, die vorher bei Wahlen auch schon zur Auszählung mit dabei waren. Das war ganz legitim, dass man dann versucht hatte, speziell auch in Weißensee, eigenes Personal sozusagen 18 Uhr reinzuschleusen und dann zu sagen, hier ist schon voll, ihr kommt hier nicht mehr mit rein. Das waren dann nochmal so Versuche. Aber zum Glück waren also unsere Leute auf alle Fälle, also die waren so engagiert, die dahin sind. Wir hatten ja so viele, dass wir haben immer Zweier-Trupps losgeschickt, dass wir in viele Wahllokale sogar zwei Zweier-Trupps schicken konnten. Also einfach um, da hatten wir die doppelte Sicherheit, ne? Also wir haben wirklich, also die waren alle so engagiert und haben sich notfalls bis aufs Messer gestritten, dass sie das Recht haben, das verfassungsmäßige Recht, dass die alle die Zahlen brachten aus diesen Wahllokalen, die wir hatten, sozusagen. Wir hatten wirklich ein korrektes Ergebnis dann am Abend, was sich nicht mehr insoweit korrigieren ließ durch zwei fehlende Wahllokale, dass man sagen konnte, das schafft jetzt einen Schwung von 30% Nichtwählern, das würde das ausgleichen. Die Wahl, also hätten 30% in diese zwei Wahllokale gehen müssen, um das noch auszufüllen. Das haute ja dann nicht hin. Also, es musste auf alle Fälle, hatten wir eine Wahlbeteiligung, die zwischen 60 und 70% lag in Weißensee. Und verkündet wurden 98. Bleiben wir noch kurz bei dem Tag der Auszählung. Wo liefen all diese Informationen zusammen? Es waren ja 62 von den 64 Wahllokalen, die Sie abgreifen konnten. Wo liefen die Informationen zusammen und wie wurde dann weiter damit vorgegangen? Die Informationen liefen bei Evelyn Zupke in der Stephanus-Stiftung zusammen. Da haben wir alles zusammengebracht. Und da war natürlich ein Massenauflauf. Da kamen ja ein paar hundert Leute. Was dann dazu führte, dass sich der Leiter der Stiftung, Pfarrer einschaltete und sagte, das muss jetzt hier abgebrochen werden. Und uns sozusagen des Geländes verwies. Wir haben das trotzdem noch durchgezogen, hatten alles zusammen, haben alles zusammengerollt, hatten die Zahlen alles hochgerechnet und so und mussten dann mit diesem hochbrisanten Papier den geschützten Raum verlassen. Insofern muss ich auch heute immer wieder sagen, wenn gesagt wird, die Kirche war das Dach der Opposition, es waren einzelne Pfarrer, es waren einzelne Mitarbeiter, aber es war nicht die gesamte Breite, die sich das heute so gern anzieht. Es waren auch in der Kirche mutige Menschen, die dazu standen. Und es gab, ich sage jetzt mal vorsichtig, weniger mutige Menschen, denen das Verhältnis zum Staat wichtiger war. Und die einen dadurch mächtige Schwierigkeiten bringen konnten. Wie wir das geschafft haben, dieses Material heil rauszubringen und zu Mario Schatta, dem Diakon, in die Wohnung zu bringen und dann später mit den Zahlen noch zur Wahlparty ins Berliner Zentrum zu fahren in eine Kirche und die Zahlen dort zu verkünden und so, ist mir bis heute ein Rätsel, dass die uns nicht irgendwo abgefangen haben. Aber wahrscheinlich war die Staatssicherheit einfach auch irgendwie an dem Tag überfordert. Ich weiß es nicht. Wir haben es einfach geschafft. Und wir waren glücklich. Jetzt hatten Sie die Ergebnisse zusammengetragen, mussten den kirchlichen, den sicheren Raum verlassen. Ja, wie und wo wollten Sie dann die Ergebnisse verkünden? Wie sollten die Menschen erreicht werden? Eben, also wir sind erst nochmal damit in die Wohnung von Mario Schatta gefahren, haben das dazwischen gelagert, haben die wichtigsten Ergebnisse mitgenommen und sind dann, da gab es eine Wahlparty im Prenzlauer Berg. Und sind dorthin gefahren in einer Kirche. Ich habe jetzt den Namen nicht parat, der Kirche.
jedenfalls dort waren schon Massen da und dort lief so zusammen. Prenzlauer Berg hatten ja auch welche ausgezählt, so, die hatten auch eine ganze Menge zusammengekriegt, aber bei weitem eben nicht so flächendeckend. Und gab es auch aus anderen Berliner Stadtbezirken gab es Ergebnisse und dann lief da auch Fernsehen und Krenz verkündete sein Ergebnis und also es war ja sofort an dem Abend absehbar, wir hatten hier einen Coup gelandet. Also wir konnten definitiv sagen, hier ist manipuliert worden, hier ist gefälscht worden, ganz massiv gefälscht worden.